Yo, der Trophy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es mal um die Spoiler von Dragon Ball Super von Folge 90 bis Folge 92, aber heute ein wenig kleiner, denn heute gibt es nur die Titel der Folgen und diese Titel sind natürlich auch bereitgestellt oder übersetzt worden von Herms auf Twitter, deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei. Und normalerweise mache ich ja nicht Videos zu den reinen Titeln, weil wenn die Spoiler ein bisschen zu wenig Inhalt bieten, sage ich mal, dann warte ich immer noch ein paar Tage und mache dann erst ein Video. Aber bei den Spoilern, ohne Scheiß, da musste ich ein Video machen. Und zwar gibt es Titel, die man mehrdeutig deuten kann, aber wir fangen mal an. Dragon Ball Super Episode 90, Over Coming the Wall, Goku x Gohan. Den Titel habe ich so gelassen, also quasi die Mauer durchbrechen oder die Mauer überkommen, Goku x Gohan. Und jetzt fragt man sich, was heißt das? Was ist hier los? Wie kann man diesen Titel deuten? Und das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, denn Goku x Gohan, das schließt irgendwie doch auf ein Training oder irgendwie etwas Besonderes, was die beiden miteinander machen. Und wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, der Universal Survival Arc, der geht jetzt schon ziemlich lange und der wird auch bis Folge 90 noch lange gehen. Und wir haben diese Rekrutierung und wir haben Goku x Gohan. Die beiden sind immer und immer zusammen, die beiden machen immer was zusammen und Goku hat wieder sein Vertrauen in Gohan gewonnen. Aktuell ist es so, dass Gohan zu Piccolo gegangen ist und er wird dort trainieren. Das wissen wir auch, dass Piccolo versucht, seinen alten Körper oder seinen alten Stand wiederzubekommen. Und genau das wird jetzt auch wieder der Fall sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist Folge 90 zu deuten? Zum einen können wir sagen, das Turnier wird noch nicht beginnen. Es wird noch ein bisschen länger dauern, wie es anscheinend. Aber ist jetzt die Frage, wird sich die Theorie von mir ein bisschen bewahrheiten, dass Goku und Gohan nochmal in den Raum von Geist und Zeit gehen? Denn Piccolo ist ein Genie. Piccolo ist ein super Lehrer. Aber wie kann er in weniger als 30 Stunden oder ein bisschen mehr als 30 Stunden eher gesagt, Gohan richtig trainieren. Was kann er tun? Was kann er für ihn machen in dieser kurzen Zeit? Kann er überhaupt was machen? Und wir sehen ja, dass Gohan auch ja, die Strähne hat, mir nur was zwei Belag. Ist ein kleines Indiz, aber kann man trotzdem nehmen. Deswegen hier die Sache. Könnten Goku und Gohan doch noch in den Raum von Geist und Zeit gehen, wenn Goku alles rechtzeitig schafft? Denn die Möglichkeit im Prinzip ist da. Klar, Vegeta hat den Raum von Geist und Zeit zerstört, aber wir wissen nicht ganz genau, was mit dem ist, ob er wieder da ist, ja oder nein. Es macht ja nicht den Anschein, dass er kaputt ist. Deswegen könnte man sagen, dass Dende den wieder hergestellt hat oder dass er nicht so große Schäden bekommen hat, wie wir gedacht haben. Deswegen könnte es wirklich so sein, dass sie nochmal da reingehen, weil, ich meine, Goku und Gohan sind die einzigen vom Team, die wirklich genau wissen, was Sache ist, was hier auf dem Spiel steht. Deswegen gehen auch Goku und Gohan in den Raum von Geist und Zeit oder würden Goku und Gohan in den Raum von Geist und Zeit gehen und nicht Goku und Vegeta, weil Vegeta denkt, Stand jetzt, es ist ein normales Turnier, deswegen hat er nicht so den großen Ansporn, in den Raum von Geist und Zeit zu gehen, wegen seiner Tochter auch noch. Und deswegen passt es von der Konstellation viel besser, dass Goku und Gohan in den Raum von Geist und Zeit gehen, auch vom Setup her, dass man die beiden immer gezeigt hat, dass man Gohan wieder aufgebaut hat mit langsamen Folgen, will ich sagen. Deswegen könnte das heißen, Overcoming the Wall, dass das wirklich das ist, dass Gohan wieder der Alte wird, God Ki bekommt und so weiter und so fort, ist aber nur Spekulation und das ist auch weit hergeholte Spekulation. Also vergesst das an dieser Stelle nicht. Man kann die Folge nicht richtig deuten. Man muss warten, bis die Preview kommt und dann wird es ein bisschen interessanter werden. Wir haben ja auch im Opening Limit Breaker, Overcoming the Wall. Das hört sich alles danach an, dass wirklich die Grenzen durchbrochen werden. Deswegen haben wir Hype da. Es kann gut werden, aber abwarten an dieser Stelle. So, Folge 91, The Mightiest Warriors Assemble. Also die heftigsten Kämpfer quasi versammeln sich und das heißt so viel wie, dass man wahrscheinlich sehen wird, dass entweder wir Universum 7 Team sehen werden in voller Pracht, dass alle halt zusammenstehen oder dass wir sehen werden, dass die anderen Universen sich bereit machen und wir dort sehen, wie die anderen Kämpfer kommen. Zum Beispiel die Saiyajins, die kommen, dann werden wir vielleicht zum ersten Mal Brolina richtig sehen, von Kaba, das Saiyajin-Mädchen wahrscheinlich. Vielleicht die Pride Troopers werden wir sehen, wie sie dann sich fertig machen und die anderen Universen, die müssen wir auch noch sehen, weil von denen kennen wir keine Kämpfer, deswegen könnte Folge 91 perfekt sein, das aufzuwerfen. Wir haben auch in der letzten Folge vom Pacing das so gehabt, dass wir C17 und Goku hatten oder ich glaube, das war in der vorletzten Folge. Dann hatten wir noch die Pride Troopers, dann hatten wir Gohan und Piccolo, also wir hatten viele verschiedene Stellen und das könnte man in Folge 91 wieder machen. Und zum Schluss Folge 92, All the Members Aren't Here oder keine Mitglieder. Also bei dem Titel waren sich die meisten noch ein bisschen unsicher, was es genau heißt, aber man kann so viel übersetzen oder so viel sagen, entweder keine Mitglieder oder alle Kämpfer sind noch nicht hier oder alle Mitglieder sind noch nicht hier. Und jetzt stellt sich die Frage, könnte sich das von Universum 6 wiederholen, dass man ein Mitglied rausnimmt? Damals war es ja so, dass Buu den Test nicht bestanden hat. Ja, war ein bisschen blöd, aber war nun mal so. Deswegen könnte man eventuell einen Kämpfer, den man im Poster gesehen hat vom Universum 2 Verlag, doch noch rausnehmen, aber ich denke nicht, dass das der Fall sein wird. Was man aber auch bedenken sollte, der Kaioshin ist momentan auf der Suche nach Kämpfern im Universum. Deswegen könnte wirklich ein Überraschungskämpfer quasi dazu stoßen. Aber wie gesagt, wir wissen nicht Näheres. Diese Titel sind sehr, sehr zweideutig quasi. Man kann es auf mehrere Weisen interpretieren. Das ist jetzt meine Art, wie ich das einsehe oder wie ich das sehe. Vielleicht wird die Tage nochmal was genaueres rauskommen. Da werde ich euch auf jeden Fall auf den neuesten Stand bringen. Aber erstmal so viel dazu. Was denkt ihr, meine Freunde? Denkt ihr, ein Training im Raum von Geist und Zeit wird kommen? Oder interpretiert mal die Titel, was ihr denkt, was das Ganze heißen sollte? Bis dahin bin ich raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesen Kanal hier sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!